wenn die Frau eine Ausbildung macht oder studiert und die bleibt im Rahmen des Islam unter Berücksichtigung, dass man nicht alles schaffen kann, dann ja, kein Problem, inshallah. Du selber auch, du arbeitest doch oder du studierst und so, es gibt auch Frauen dabei. Du bist Mann und es gibt Frauen. Deshalb diese Sache, dass man hier in Deutschland sagen will, keine Gemächte, sage ich jetzt, arbeiten, kein Gemächte lernen, kein Gemächte, das ist Illusion. Das ist Illusion. Und bei Frauen, manche Leute machen das haram, aber bei den Männern, wie ist es bei den Männern? Ich meine, ist Gemächt zu machen bei Männern halal und bei Frauen haram? Oder ist das für beide?